Freunde der gepflegten Elektromobilität, ich glaube, heute haben wir mal das ultimative Elektromobil am Start, nämlich hier den Hyundai IONIQ 5N. Ich sage nur 650 PS, 770 Newtonmeter, 0 auf 100 in 3,4 Sekunden, Topspeed 260. Noch Fragen? Ich glaube nicht mehr. 650 PS, da stellt sich natürlich die Frage, warum haben Sie das gemacht? Vielleicht um die N-Division auch in Zeiten der Elektromobilität weiter am Leben zu halten. Vielleicht einfach nur zu zeigen, dass es möglich ist. Vielleicht auch nur, um die Latte für die Konkurrenz sehr, sehr hoch zu legen. Egal, Hauptsache, Sie haben es gemacht. Und wer war mit dran beteiligt? Natürlich unser Freund Alfred Biermann. Der war, soweit ich weiß, schon in Pension, hat aber noch mal ein Jahr dran gehängt, um hier eben den 5N mitzuentwickeln. Und der wurde nicht nur entwickelt für viel Spaß auf der Straße, für viel Spaß auf der Autobahn. Nein, den haben sie auch für die Rennstrecke entwickelt. Sprich, mit dem kannst du auch auf den Track gehen und dort ein paar Hotlaps drehen. Und wenn es um Beschleunigung geht, da haben ja fast alle Elektroautos so einen Hammerkick. Aber beim Fahren dann fehlt dann oft der letzte Kick. Es fühlt sich irgendwie alles ein bisschen künstlich an. Hier beim 5N soll das ganz anders sein. Das soll eine echte Spaßmaschine sein. Das soll nämlich das perfekte Elektroauto für Petrolheads sein. Also bei der Optik, finde ich, haben sie schon mal alle Register gezogen. Hier alleine die Frontschürze, die sieht ziemlich zerklüftet aus. Hier mit den vielen Spoilern, den Lufteinlässen und den Air Curtains. Dann haben wir natürlich die Markenfarbe von der N-Division, das Baby Blue. Das Auto ist 5 cm breiter als der normale N. Er ist auch einen Tick länger. Natürlich durch den großen Frontspoiler vorne ein bisschen flacher. Hier unter den weit ausgestellten Kotflügeln haben wir eindrucksvolles Radwerk. 21 Zöller mit 275er Pirellis. Das nenne ich mal Energiesparreifen. Und dahinter dann die orangen Bremssättel. So viel Racing muss auf alle Fälle sein. Und das hier ist die größte Bremsanlage, die Hyundai je gebaut hat. Vorne 400 mm Scheiben, hinten 360er. Und die Liebe zum Detail geht auch unters Blech. Schaut euch mal hier vom vorderen Motor die Abdeckung an. Das sieht schon fast so aus wie bei einem echten Motor. Das Fahrwerk ist natürlich ein ganzes Stück tiefer gelegt für einen noch tieferen Schwerpunkt. Hier hinten haben wir mal gar nicht so kleinen Dachkantenspoiler mit einem ganz geckigen dreieckigen Bremslicht. Und in der schwarzen Schürze hier unten darf natürlich der fette Diffusor nicht fehlen. Also ich finde, der verspricht im Stehen schon mehr Spaß pro Kilometer als die meisten anderen Elektroautos. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, das Eckige muss jetzt ins Kurvige. So, jetzt sind wir hier auf einer kleinen Bergstraße oberhalb von Barcelona unterwegs, in der Nähe von Montserrat. Normal ist ja so ein Elektroauto eher ein bisschen ruhig. Aber hier, das ist schon mal der erste Hammer. Hier kannst du den Motorsound einstellen. Das hier kommt mir vor wie ein Auto aus der PlayStation, das sie auf die Straße gebracht haben. Also, was den Sound angeht. Schaut her, wir haben hier Ignition, den normalen Motorsound, den Verbrenner, Evolution. Das ist die Performance und dann können wir sogar einen Supersonic Sound machen. Sprich, wir können auch ein bisschen überschallmäßig, jetmäßig unterwegs sein. Das ist ja der Hammer. Hört euch das an. Wir haben zwei Lautsprecher draußen, acht hier drinnen. Also ich würde mal sagen, vom Feeling her ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und der Unterschied zu vielen Elektroautos, die auch einen Motorsound anbieten, klingt der eben überhaupt nicht künstlich. Der klingt eigentlich mehr so wie the real thing. Also wir genießen ihn jetzt noch mal ganz kurz. So, wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, das Drehmoment zu verteilen. Wir haben die Pedalcharakteristik, die können wir einstellen. Mehr auf Sport. Wir können Rennmodus einstellen. Wir haben sogar einen Drift-Optimizer. Sprich, mit dem Auto, glaube ich, kann wirklich jeder zum Driftkönig werden. Motor, Eco, ist klar, kannst du natürlich hochgehen auf Normal oder auf Sport und sogar auf Sport Plus. Steering kannst du auch einstellen.
Du kannst das Fahrwerk einstellen. Immer alles ein bisschen härter, sportlicher, das Sperrdifferenzial, das ESC, hier vorne sogar das Head-Up-Display. Donis zeigt dir hier alles an. Querbeschleunigung, Linksbeschleunigung, was du willst. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer, zusätzlich zu dem Motorsound und diesen 10.000 Einstellungen da. Du kannst hier auch auf Schalten gehen. 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist natürlich voll der Fake. Du kannst hier sogar hochdrehen bis auf 8.000 Umdrehungen. Auch ein Fake, weil du weißt ja, so ein Elektromotor wie der hier, der schafft sogar die 21.000. Aber völlig wurscht. Es geht um das Feeling. Es geht um die Emotionen und die hast du hier 100%. Wir haben hier drin nicht einen größeren, aber einen stärkeren Akku als im normalen Ioniq 5. Statt 77 sind es jetzt 84 Kilowattstunden. Das Facelift vom Ioniq 5 wird diesen Akku auch bekommen. Und vom Fahren her sensationell. Bremst die Kurven an, schaltest es kurz runter und dann gibst du am Scheitelpunkt Gas und das Heck presst sozusagen die Kiste, drückt sie leicht nach außen wieder hier in die Spur rein. Im Innenraum ist es auch mal so ein bisschen hier auf Racing gestylt, würde ich sagen. Du hast hier einen Sportlenkrad, sehr griffig, fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand, mit 10.000 Knöpfen ungefähr drauf. Du hast Schalensitze, richtig tiefe Schalen, geben wirklich super Halt. Also das dürfte auch auf der Rennstrecke kein Problem sein, sind 20 mm tiefer als im normalen Ioniq 5. Du hast hier Kniepolster an der Mittelkonsole, ist super. Ui, da hat man vergessen zu schalten. Und du hast natürlich hier diese ganz besondere Endgrafik drin. Also die Beschleunigung ist einfach sensationell. 3,4 im Extremfall von 0 auf 100. Höchstgeschwindigkeit dann übrigens 260, glaube ich sofort. Boah, der knallt die Gänge richtig rein. Also wie man es wirklich von so einem Supersportwagen her kennt. Und wir sind ja hier mit 650 PS schon im Bereich von Supersportwagen, vielleicht nicht ganz mit dem Gewicht. Aber wir haben eben diese 650 PS, wir haben 228 PS an der Vorderachse, 383 an der Hinterachse, macht 609 PS. Und jetzt kann man sagen, holla, du hattest doch gesagt 650. Ja, weil wir haben noch einen kleinen Zusatzknopf, den N-Grin Boost, sozusagen den Grinseknopf hier, der rote Knopf. Oh, jetzt haben wir hier eine Gerade, gehen wir auf N-Boost. Oh, ich glaub's ja gar nicht. Das ist ja nochmal ein Schub. Boah. Ja, Halleluja. Also ich kenne ja diesen Turbo Boost Knopf hier vom Kia EV6 GT und der knallt schon richtig rein. Aber das, was gerade hier abging, das war, als hätte der nochmal drei Triebwerke extra gezündet. Also das war echt so ein kleiner Raketenstart für zwischendurch. Was für ein Auto. Man muss ja vielleicht positiv gesprochen schon so einen kleinen Nagel im Kopf haben, um ein Elektroauto so zu konstruieren, zu entwickeln. Das sind wirklich Leute mit viel, ich sage es einfach mal, nicht nur Strom, sondern vor allen Dingen Benzin im Blut. Soll ja ein Auto sein, das auch die Petrolheads begeistert. Und hier haben sie auf alle Fälle schon mal den ersten Petrolhead, den sie begeistert. Da wir gerade von Spannung sprechen, 800 Volt Technik hier natürlich an Bord, klar. Wir haben eine Ladetechnik von 350 Kilowatt. In den berühmten 18 Minuten ist auch der hier von 10% auf 80% geladen und soll eine offizielle Reichweite haben, so, ich weiß nicht, 450 Kilometer oder so. Ich schätze mal 350 bis 400. Dann allerdings wird dieser kleine rote Knopf hier zum verbotenen Knopf, weil der saugt natürlich ordentlich Saft weg. Überhaupt das ganze Auto saugt dir ordentlich Saft weg, wenn du mal ein bisschen alleine auf einer Landstraße unterwegs bist und sagst an so einem Samstag oder Sonntagmorgen, gehe ich mal raus, um ein bisschen Spaß zu haben. Hier um die Kurven, wie auf Schienen, der hält die Spur, du drückst drauf, der zieht nach vorne, der katapultiert und hier dieses Runterstellen. Boah, ist das ein Spaßmobil. Yo! Was mich wundert, trotz dieser 2,2 Tonnen, wie agil der hier ums Eck geht. Wie gut der hier auf der Straße liegt. Der drückt und schiebt nicht. Der ist völlig ausbalanciert. Zumindest in diesen Bereichen, in denen wir hier unterwegs sind.
Du hast nie das Gefühl, dass hier irgendwie Fahrwerk oder Reifen an ihre Grenzen kommen auf unserer kleinen Bergetappe hier. Was soll ich sagen? Dieses Gesamtpaket mit diesem Sound, mit diesem Schalten, natürlich dieser unbändigen Leistung, dieser Hammerstraßenlage, dieses Gesamtpaket, das versetzt dich hier in ein absolutes Hoch. Du hast hier wirklich die großen Gefühle, die du in keinem anderen Elektroauto, also ich kenne zumindest bisher keins, hast wie in diesem hier. Gibt es irgendwas, was mir in diesem Auto hier gar nicht gefällt? Ja, wahrscheinlich, dass ich es mir nicht leisten kann. Also wenn ihr irgendwo 74.900 Euro rumliegen habt, greift zu, holt euch die Kiste. Ich weiß gar nicht, ob der limitiert ist oder nicht, muss ich nochmal nachfragen. Und mit dem Auto hast du nicht nur den Spaß deines Lebens auf der Landstraße oder auf der Autobahn, du kannst mit dem natürlich auch auf die Rennstrecke gehen. Dafür ist er ja gebaut, das müssen wir auch unbedingt noch machen. Hyundai hat es mir versprochen. Ich weiß immer noch nicht, warum und weshalb sie so ein Auto hier auf die Straße gestellt haben. Aber ich finde es sensationell, ich finde es extrem mutig, ich finde es richtig geil, dass sie es gemacht haben. Und ich beneide wirklich jeden, der sich so ein Auto hier leisten kann. Was soll ich sagen? Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Rennstrecke und kann nur sagen, danke, Onkel Biermann.